Warte, ich helfe dir, den rauszukriegen. Nur einfach Druck halten, wir kriegen den da raus. Unglaublich, unglaublich. Riesenbäume in den Ruten drin und noch Fische unten dran. Habt ihr das eben gesehen? Was da ein Baum hier mitgekommen ist, wir haben erst gedacht, es war eine Baumaktion, aber der Fisch hat gebissen und hing in einem riesen Treibgutbaum mit drin. Wahnsinn, der Drill geht weiter. So entstehen neue Angelplätze in Italien. Hier oben wird richtig, richtig gewirkelt. Oben werden die ersten Bäume gefällt. Wir wollen hier rüber in dieses Grasland, was jetzt in den nächsten Stunden geflutet werden wird vom steigenden Wasser. Wir wollen dort probieren, unsere Köder anzubieten. Wir haben da wirklich eine relativ weite Auslegeentfernung, wenn wir diesen alten Graben hier überspannen wollen. Und ich bin jetzt erstmal auf der Suche nach Bäumen, wo wir unsere Ausleger schön hoch anbinden können, damit andere Angler oder Wassersportler, Jäger, es sind im Moment viel Entenjäger hier am Teich, hier queren können. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Wir haben jetzt hier genau in der Kante einen schönen Baum am Ufer gefunden. Hier fixiere ich jetzt erstmal meine Auslegeschnur. Eine alte geflochten ist da super gut. Schön aufs Schlauchboot vorne draufstellen, hoch anbinden, denn wir wissen nicht genau, wie hoch das Wasser noch steigen wird. So. Schnur ist fixiert am Baum, ich fahre jetzt rückwärts mal ein bisschen raus, um genau die Kante auch zu treffen. Wir müssen eine relativ große oder besser gesagt weite Entfernung überspannen und habt ihr zwei Möglichkeiten. Einmal unseren Wickelausleger und einmal diese normalen Ausleger hier. Und der hier ist zwar relativ leicht, aber hat doch relativ viel Gewicht. Um die Schnur schön weit aus dem Wasser rauszukriegen, werde ich den ganz normalen Ausleger jetzt nutzen. Ich fixiere den jetzt am Ende meiner Auslegeschnur. Kommt unten eine ganz normale Schlaufe rein und ans Ende der Schlaufe einen Quick-Release-Reißleinenadapter oder einen ganz normalen Wirbel. Und ich habe jetzt hier im Schlauchboot einen ganz normalen Wirbel gehabt und der richtet es genauso, die Montage an unserer Stelle zu halten. So, meine Auslege. Schnur ist vorbereitet. Ich ziehe den jetzt noch schön über den Knoten, dass er nicht zurückrutschen kann. So, und jetzt zeige ich euch mal, wo wir eigentlich hier genau angeln. Ich habe vor, die Köder genau hier an dieser Graskante zu präsentieren. Es geht eigentlich von 0 auf 100. Von 0 Metern, also im Gras sind jetzt aktuell 20, 30 Zentimeter Wasser, auf 2,50 Meter, 2,70 Meter so eine richtige Kante runter. Die Montage ist relativ einfach gehalten. Haarmontage, bestehend aus dem Mega-Hook und dem Cat-Hooker. Vorne dran das Glow in the Dark Bronzone-Blei. Abstand ungefähr der gleiche Abstand, wie er es beim U-Posen-Angeln macht. Und oben die Freestyle-Montage zur Verbindung für die Reißleine.
Das seht ihr hier. Schlauch, Knicklicht und obendran noch ein Wirbel, wo die Reißleine gleich eingehangen wird. So, ich werde jetzt als erstes mal meinen Köder montieren. Dann fahren wir raus und stellen unsere Montage in aller Ruhe ein und dann unter viel Druck zurück ans Ufer. So, die Montage ist fixiert. Jetzt fahre ich erstmal zurück in den Fluss, um meinen genauen Ablagepunkt zu bestimmen und auch die Tiefe einstellen zu können. Ich entferne mich jetzt erstmal langsam vom Anbindepunkt. Ziehe die ganze Montage ein bisschen mit, dass ich hier auch schön aus den Hecken wieder rauskomme. Hängt gut. Lass jetzt die Multirolle laufen, hänge meinen Köder ins Wasser. Und stelle jetzt in aller Ruhe meine Tiefe ein. Ich betätige den Motor nochmal, dass das Boot schön stehen bleibt. Zu zweit ist das Ganze natürlich immer etwas einfacher. Aber alleine geht es auch, wenn man Ruhe bewahrt. Ich muss jetzt schauen, dass mein Anbindepunkt an der Baumhöhe in etwa mit meinem Fixpunkt der Reißleine, der Freestyle-Montage, zusammenpasst. Das ist natürlich ganz praktisch, wenn ihr mit einer Multirolle angelt. Die Rute liegt jetzt gerade hier vor mir im Boot, gibt schnurfrei über die eingestellte Rollenbremse und ich kann ganz gemütlich die Höhe meines Köders einstellen. Dann wird es fixiert. Mach den Gang rein, nimm die Rute in die Hand. Und es geht auf direktem Wege ans Ufer. Wenn ich weite Entfernung habe, lege ich mir immer so die Multirolle, also mit der ablaufenden Schnur, so ein bisschen über den Rücken. Dann kann ich das Ganze etwas bremsen. Die Stärke meiner Reißleine bei dieser Fischerei ist eine 040er Mono. Normalerweise empfehle ich zum Freestyle-Angeln, zum Bojenangeln eine 35er. Aber bei dieser weiten Entfernung, die wir hier überbrücken müssen, ist es doch ratsam, ein bisschen stärker zu angeln. Ich werde mir hier vorne jetzt gleich einen Punkt suchen, wo ich die Schnur noch ein bisschen umlenken kann. Einen Baum am anderen Ufer. Hier versuche ich jetzt meine Hauptschnur reinzulegen, um einfach ein bisschen Schnurdruck aus der gespannten Montage rausnehmen zu können. Dadurch entlaste ich den Spanndruck, der auf die ausgelegte Montage herrscht. Hier legen wir es nochmal rein. Hoppala, zack, so. Jetzt wird die Montage auf die maximale Spannung gebracht. Wir angeln sehr weite Wege und die Bremse der Long Ranger fast auf zugestellt.
Im Drill später kann die Bremse nachgestellt werden, aber jetzt brauchen wir wirklich direkten Kontakt bei dieser weiten Fischerei auf unseren ausgelegten Köder. Natürlich haben wir Wallerangler nicht immer den riesen Vorteil, wie ihr es im Hintergrund seht, dass genau an der Kante, wo ihr eure Köder präsentieren wollt, auch Bäume stehen. Jetzt hier haben wir überall Grasland ohne große Anbindemöglichkeit und da kommt hier, ich probiere mal die Lanze zu drehen, der Bomber Hunter Stick zum Einsatz. Das sind Glasfieberstangen von bomberhunter.com und die können wir an jeden beliebigen Punkt in den Boden reinschrauben. Und da suchen wir uns jetzt einen perfekten Platz. Ich habe jetzt 3 Stücke zusammengeschoben von diesen extrem starken Glasfieberstangen. Bin jetzt schon hier am Grund und drehe jetzt einfach den Bomberhunter-Stick richtig in den Grund rein. Und dann bietet er mir eine ganz feste und ganz flexible Anbindemöglichkeit. Seht ihr, wie hoch der raussteht? Guckt mal, bis hier oben. Und dann kann ich perfekt über der Wassersäule zum Spot rüber angeln. Drüben im Hintergrund seht ihr unseren Angelplatz. Da ist er. Aber hier haben wir halt keine Bäume an der Kante. Und so würde dieser Spot eigentlich wegfallen für uns. Aber mit dem Bomberhunter-Stick schrauben wir hier mal richtig fest rein in den Grund. Dreht sich richtig super in den Untergrund rein. Haben wir eine Möglichkeit. Ich nutze jetzt hier wieder alte geflochtene Schnur. Oben am Stick ist ein Reflektorband, das ihr dann auch nachts wieder sicher und zuverlässig wiederfindet. Wird einfach angeknotet. Mal gecheckt, ob alles fest ist. Das passt. Jetzt fahre ich wieder raus, bis die Kante abfällt. Hier in dem Gras muss Fisch kommen. Also das ist so ein geiler Angelplatz aktuell. Ich zeige euch jetzt mal auf dem Echolot, was hier passiert, wenn ihr das Grasland verlasst. Schaut mal, hier oben ist alles noch Gras. Hier sind noch die letzten Hecken drin. Jetzt fahren wir mal raus an die Kante, wo unser Köder später sitzen soll. Und genauso weit ziehe ich meinen Ausleger, dass der direkt vor der Graskante sitzt. Hier wird jetzt freies Wasser. Hier ist der letzte Baum im Uferbereich. Und genau hier fällt die Kante langsam ab. Und ich bin mir ganz sicher, dass hier vorne an der Graskante, hier in dem Bereich, den ihr hier seht, die Waller langziehen. Denn die Futterfische gehen ins Gras rein und kommen aus dem Gras wieder raus. Genau dort wird der Räuber jagen.
Seht ihr, da hinten steht er wie ein Fels in der Brandung. Schön Druck. Abstand wird genau ausgemessen jetzt. Und dann unser Ausleger fixiert. Hier habe ich jetzt ein schwarzes Frontzonblei montiert, einfach um zu testen, ob die Fische irgendwelche Vorlieben aktuell haben. Setze ich meinen Köder noch mal ins Becken und fahre raus an meinen Spot, um mir die Tiefe einzustellen. Also ihr seht, auch in dem Fall ist es überhaupt kein Problem, eine Montage alleine rauszufahren. Die meisten Welsangler können sich ja sowas überhaupt nicht vorstellen. Aber wenn man ruhig bleibt, und natürlich spielt auch die Multirolle eine große Rolle bei dieser Fischerei, weil die Schnur permanent unter Spannung ist und ich ganz kontrolliert alles ablaufen lassen kann. Habe jetzt meinen Ablegepunkt erreicht, drehe jetzt mein Boot langsam in die Kante rein, drehe mich nochmal nach außen, setze den Köder ins Wasser. Lege jetzt wieder meine Rute mit der Multirolle vor mir im Schlauchboot ab. Halte mich langsam mit meinem Motor in der Strömung. Stelle mir die Tiefe ein, oder besser gesagt die Höhe, in der ich den Bomberhunter-Stick meinen Gehilfen da drüben im Ufer, wo kein Baum ist, angebunden habe. Fixiere mein Knicklicht am Ausleger. Und entferne mich langsam vom Angelplatz. Im Hintergrund seht ihr jetzt unseren künstlich erzeugten Baum, den Bomberhunter-Stick, den Köder direkt vor der Graskante. Und jetzt geht es auf direktem Wege an unseren Angelplatz zurück. Haben sich die Jungs richtig Mühe gegeben und richtig tolle Stufen hier. Ui. Da ist schon Aktion bei den Ködern. Und richtig tolle Stufen hier in den Steilhang rein geballert. Hier oben, glaubt bitte nicht, dass wir irgendwie irgendwelchen Müll irgendwo hinschmeißen. Aber wie wir hier oben am Platz ankamen und beim Zeltaufbau einen größeren Stamm weggeräumt haben, kam eine Wespenarmada auf uns zu. Und wir mussten uns jetzt hier Wespenfallen bauen, um nicht von dem Platz hier vertrieben zu werden. Und einen richtigen Cocktail haben wir den Wespen sogar noch vorbereitet oder zubereitet. Wie in so einer Bar. Sieht richtig gut aus. Zeige ich euch mal. Und da seht ihr sie drin krabbeln. Jakob wurde vorhin in den Rücken gestochen. Wir anderen wurden noch nicht gestochen. Also sie sind jetzt sehr aggressiv, aber es sind wirklich Unmengen von diesen, naja, von diesen, wie soll man es nennen,
Platzteilern hier. Die waren vor uns hier, deswegen lassen wir es auch gewähren. Aber ein bisschen eindämmen müssen wir auf jeden Fall den Wespenschwarm. Die Ruten sind scharf, wir sind wirklich gespannt, ob der Plan aufgeht. Hier drüben, in dem jetzt langsam immer mehr überfluteten Grasland. Unsere Köder haben wir kurz vor die Graskante gesetzt. Die Kante geht da direkt runter auf 2,5 bis 3 Meter. Die Wälse jetzt noch Hunger kriegen mit dem steigenden Wasser, was auf uns zukommt. Und in den braunen Fluten dann an dieser Graskante auf unsere Köder treffen. Wir drücken die Daumen, Spannung liegt in der Luft. Never knew a moment could feel so right, could slow down time like this. Everything I needed is in your eyes and in your mind. Wir haben zwar Sauwetter, aber dafür sau gutes Essen. Heute Abend gibt es irischen Büffel, Filetsteaks. Ich werde die erst auf der einen Seite, auf der Fleischseite von unten leicht oder scharf, besser gesagt, anbraten und dann auf die Fettseite legen und schön durchziehen lassen. Und als Beilage gibt es wie immer, ihr könnt ja mal raten und in die Kommentare des Videos schreiben, die guten alten Bratkartoffeln mit frisch geschnittenen Zwiebeln. Das sind 400-500 Gramm Steaks pro Person. Wird richtig lecker. Also Jungs, eine Dose Ravioli ist immer absolut top. Aber dieses Filet irgendwo aus dem irischen Shotlands ist wirklich, also da kann es einem gut gehen. Absoluter Hammer, absoluter Hammer. Das garantiert schon fast wie der nächsten Big Fish. Unglaublich, riesen Bäume in den Ruten drin und noch Fische unten dran. Habt ihr das eben gesehen, was da ein Baum hier mitgekommen ist? Wir haben erst gedacht, es war eine Baumaktion, aber der Fisch hat gebissen und ist in einem riesen Treibgutbaum mit drin. Wahnsinn, der Drill geht weiter. Der Drill geht weiter. Boot rückwärts ziehen, sonst zieht uns der Fisch jetzt hier in den nächsten Wald rein. Absolut unglaublich, was hier gerade los ist. Schönes Ding. Eieieiei. Kurz nach der Landung dieses Fisches bekamen wir den zweiten Biss in dieser Nacht, direkt an der Graskante. Schon da hoch gegen die Strömung. Ein guter Fisch. Boah, Alter, Vater, was ein Ding. Ein guter Fisch. Richtig gutes Ding. Ich fahre trotzdem mal unten rum, dass er nicht hier in den Ufer reingeht. Ja.
großer Fisch. Richtig großer Fisch. Ich muss sagen. Ja, jetzt kommt er mit, jetzt kommt er mit. Das ist ein richtig großer Fisch. Nur nicht in die Bäume da reinlassen. Ja, ich halte ja nicht. Jetzt will er gehen. Riesenfisch, Riesenfisch, absolutes Brett am Band, absolutes Brett. Wir müssen vom Holz weghalten. Absolutes Ding, ich muss da mit dem Motor dagegen fahren. Wir sind genau im Wald drin. Der will immer wieder in die Bäume rein. Wahnsinn, Wahnsinn. Lange hat er drin, Wahnsinn. Boah, was ein Brett, Alter. Guck dir das Ding an. Wahnsinn. Ja, wir haben noch nicht. Noch nicht, aber gleich. Glow in the Dark Frontzone Blei, Jungs, sage ich euch. Glow in the Dark. Für dieses Blei hat den nächsten richtig dicken Fisch hier ans Band gebracht. Das Ding an. Frontzone in the road! Frontzone in the road! 100 Kilo! Au! 100 Kilo! Riech doch hoch! Ja! 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 Zwei Aktionen in dieser berüchtigten Nacht. Der Plan ging megamäßig auf. Absoluter Wahnsinn, wie diese Fische da in das Grasland reingeschoben sind und unsere Köder am Frontzone Blei attackiert haben. Der kleinere Fisch der beiden ist eigentlich gar nicht so klein, mit 1,90 und ca. 50 Kilo. Eine richtige, auch rund gefressene Bombe. Dieser Fisch war schon der Wahnsinn draußen, hier in dem
Überschwemmungsgebiet. Der Riesenbaum auf dem Wasser, da rein geht die Schnur. Ja, also den haben wir irgendwo eingesammelt im Drill und die Schnur noch rausgekriegt und dann diesen starken Hochwasserfisch sicher gelandet für den Jakob. Das braune Wasser ist wirklich der Wahnsinn, richtig kaffeebraun. Kaum ist der Well so circa 5 bis 10 cm abgetaucht, sieht man gar nichts mehr von ihm. Also auch für den Jäger jetzt hier perfekte Jagd- und Beutezeit. Denn im Schutz dieser kaffeebraunen Brühe kann er richtig, richtig Nahrung machen. Und das andere Ding, der andere Fisch, der sieht im Vergleich zu diesem Fisch, was weiß ich, doppelt so groß aus, dreimal so lang, fünfmal so schwer, den seht ihr jetzt. Zwei Meter 55. Das ist der Fisch, wo wir hier drauf hingearbeitet haben. 110 Kilo, ein richtiges Brett. Also das ist ein Traumfisch für Italien, der Lohn aller Mühen. Absolute Rakete. Wahnsinn, Wahnsinn. Jetzt darf die Bombe gleich zurück. Super fit der Fisch. Wir zeigen euch hier nochmal im knietiefen Wasser. Gucken, ob wir hier überhaupt noch gelupft kriegen. Kriegt man kaum hoch. Kriegt man kaum hoch, das Monster. Ein richtiger Endgegner. Schaut euch mal das Paddel hier an, was der Fisch hat. Wahnsinn, Wahnsinn. Jetzt schön den Fisch stabilisieren. Nimm schön hier an den da oben rein. Dann gehst du schön mit ihm hier an die Strömungskante. Und dann lassen wir ihn gehen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Viel Spaß euch, dicke Fische und Metri. Und wir feiern jetzt noch richtig.